Wusel und ich sind immer noch in der ägyptischen Cheops-Pyramide. Und Mark ist immer noch böse, weil er nie hierher kommen wollte. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war von Anfang an dafür, ja, hierher zu kommen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich eine bis heute unentdeckte Grabkammer ausfindig gemacht. Und was ist das Ding hier? Ja, das sieht aus wie ein Rätsel. Die Grabkammer ist mit einer schweren Steinplatte verschlossen. Ja, und kann sicher nur geöffnet werden, wenn wir das Rätsel lösen. Wir schauen mal. Guck mal, Wusel, da sind Hieroglyphen drauf. Die kann man aber nicht richtig erkennen. Ha! Mein deutlich durchdacht Digitalisierer 3001 wird sie gut sichtbar für uns auf dem Monitor zeigen. Aha! Mensch, Wusel, das ist doch total einfach. Damit kriegen wir die Grabkammer im Handumdrehen auf. Nein, Moment. Dieser Sachverhalt will genauestens untersucht werden. Aber... Nein, nicht gleich. Ich hab zuerst. Ha, ich hab's! Wir müssen uns 4000 Jahre in die Vergangenheit zurückbeamen und dann eine Pharaonin oder einen Pharao finden und mit ihr oder ihm dann gemeinsam zurück in die... Oder wir drücken einfach mal auf den roten Knopf. Die Grabkammer öffnet sich. Oh, schau mal, Mark. Eine Mumie. Eine Mumie? Ja, eine Wuselmumie. Verrückt. Ja. Majestätisch erheben sie sich aus dem Wüstensand, die ägyptischen Pyramiden. Einige sind über 4000 Jahre alt. Die größte, die Cheops-Pyramide, ist etwa 140 Meter hoch und besteht aus rund 2,6 Millionen Steinblöcken. Pyramiden sind die Grabstätten von Pharaonen, den Königen des alten Ägyptens. Die Menschen damals glaubten, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Deshalb bekam der Pharao ein aufwendig ausgestattetes Grab mit Schmuck, Möbeln, Kleidung und sogar Essen. Wo sich heute die Wüste erstreckt, sah es vor 4000 Jahren wahrscheinlich so aus. Aber wie die Pyramiden gebaut wurden, das weiß bis heute niemand. Es gibt praktisch keine Bücher oder Schriftstücke mehr, die aus der Zeit stammen, als die Pyramiden errichtet wurden. Es gibt daher Menschen, die glauben, dass die Pyramiden von Außerirdischen gebaut wurden. Aber das ist wohl Quatsch. 2017 fanden Forscher einen fast 4600 Jahre alten Papyrus. Das ist eine alte ägyptische Schriftrolle. Es stellte sich als das Tagebuch eines Aufsehers der Bauarbeiter beim Pyramidenbau heraus. Die Wissenschaftler glauben nun wenigstens zu wissen, wie die Steine zum Bauplatz gekommen sind. Laut dem alten Schriftstück wurde das Wasser des Flusses Nil umgeleitet, direkt bis zum Bauplatz. Die Steine wurden also mit Booten herangeschafft. Aber wie kamen sie vom Boot bis an die Spitze? Sicher ist, damals gab es noch keine modernen Geräte. Alles wurde mit Muskelkraft gebaut. Deshalb ist es kaum vorstellbar, wie die Erbauer die riesigen Steinblöcke auch nur einen Zentimeter bewegen konnten. Jeder Block wiegt 2,5 Tonnen. Wahrscheinlich zerrten tausende Arbeiter die Blöcke auf hölzernen Schlitten über Sandrampen bis zum Bauplatz. Aber wie die dann ganz nach oben kamen, ist immer noch ein Rätsel. Schon deshalb sind die Pyramiden eines der 7 Weltwunder der Antike und das einzige, das heute noch steht. Auf Togo.de gibt es übrigens auch Spiele mit mir. Zum Beispiel Raketenflug 3001. Damit vertreibe ich mir die Zeit, bis meine richtige Mondrakete vor dem Studio bereit zum Start ist. Mal gucken, wie weit der Countdown so ist. Ja, gut, dann kann ich ja noch ein bisschen weiterspielen, bis meine Rakete wieder vom Mond zurück ist. Und ihr auch. Einfach da drücken.